Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagdline 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter hier. Nicht groß labern, dann kriegen wir nämlich Grumm diese Woche vielleicht sogar noch durch. Sind ja noch 3 Folgen und 3 Sektoren. Ich würde mal sagen, das passt ja. So, 12 Feinde, 8 Söldner, keine feindliche Verstärkung. Ihr wisst, wie es läuft. Ich kann hier oben im Zaun spawnen, das wird mir wahrscheinlich nicht so sonderlich viel bringen. Aber ich würde sagen, hier oben neben dem Zaun, da muss ich kein Loch reinschneiden. Werde ich mal meine Reihe hier aufbauen. Enemy force now in sight. Und da ist auch schon direkt der erste Feind. Einmal kurz entruckeln, wenn es denn beliebt. Und das hier ist leider ein Flachdach, das heißt, da muss ich richtig aufpassen. Wenn da jemand drauf sitzt, erstmal mit allen runter. Yo, standing by. Da. Ja. Yes. Yes. Bevor ich irgendwas anderes mache, einmal kurz den Schleichmodus einschalten. Auch wenn ihr mir wahrscheinlich gleich nicht mehr viel bringen wird. Denn gleich werde ich hier tatsächlich... Moment, ich gucke gerade mal. Ich glaube, das ACOG ist hier wirklich besser. Denn gleich werde ich hier sowieso Lärm machen. Und zwar richtig Lärm. Unter anderem zum Beispiel deswegen, weil ich ganz gerne möchte, dass man mich hier oben bemerkt. Ich sag's ja immer wieder, wenn ich selber hier die Unterbrechungen abfarmen kann... Aha. Es ist gut für mich. So, gucke ich auch noch direkt mal in diese Richtung. Da habe ich nämlich bisher noch keinen. Und am besten durch das ACOG durchgucken, denn ich habe hier ja schon 2, die das decken, was Wolf eigentlich in seiner peripheren Sicht hat. Standing by. So, brauche ich noch jemanden, der hier in diese Richtung guckt. Kann ich mich leider nicht mehr hinlegen auf Chrislea, weil ich halt den Schleichmodus anhabe. Aber dann drehe ich Steroid lieber in dieser Runde noch und gucke... anstatt ihn zu bewegen. Und dann habe ich noch Monk, der sich hier in diese Richtung wegbewegt. Und dann habe ich die erste Runde ja schon überstanden. Target. So, der ist vermutlich der Scharfschütze. Weil die Nachricht Watch out for Snipers kommt ja immer dann, wenn sich der erste Sniper, der erste feindliche Runde pro Sniper bewegt. Und genau da hat sich dieser hier bewegt. Yo! So, ich glaube, das Schleichen kann ich auch ausstellen genauso gut. Dann kann ich mich mit Eis ein bisschen weiter bewegen und kann mit ein bisschen Glück den einen Typen hier sogar noch machen. So, der hat einen abgekriegt. Yes. Das ist schon mal ganz gut. Too bad. MD hat nur eine Salve diese Runde rausbekommen. Das ist nicht besonders viel, muss ich sagen. Mother of God. So, richtig schöner Durchschuss. Der weiß nicht so ganz, was er machen soll. Würde ich an seiner Stelle auch nicht. Hier sitzt noch einer hinter. Ich gucke mal, ob Reaper nicht vielleicht sogar eine Unterbrechung auf den bekommt. Und dann würde ich sagen... Ich nehme hier tatsächlich mal die Einzelschüsse. Also ich hätte natürlich, das habe ich total verschwitzt, hier auf diese Leute noch zu schießen. Die haben sich ja glücklicherweise nicht groß bewegt. Yes. Ja, diese Runde denke ich dran. That dude pissed me off. What a drag. So, ein Schwarzhemd war hier irgendwo noch in der Nähe, ich weiß nicht. Mother of God. Weiß gerade nicht mehr, wo der eigentlich hin ist. Aber bevor der hier noch groß hinter die Kisten rennt. Schade. Doch, da liegt er. Der rennt nicht mehr hinter die Kisten, würde ich sagen. Mit dem hier kann ich leider nicht groß was machen. Yes. Mit MD kann ich aber auf diesen hier dann weiter schießen. Yo! Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich groß mit Salvenfeuer arbeiten sollte, wenn dahinter die ganze Zeit schon dieser eine Typ steht.
den ich bisher glücklicherweise noch nicht getroffen habe. Aber ich habe ja gelernt, auf Zivilisten kann schon ein einziger Schuss 7,62 mal 51 sehr, sehr tödlich sein. So. Hälfte habe ich schon. Und da ist auch schon direkt der nächste. Guck mal, wenn der noch ein bisschen näher ran, ja, das scheint wahrscheinlich auch wieder so ein Scharfschütze zu sein. Der wartet irgendwie darauf, dass ich vorrücke. Den Gefallen werde ich ihm aber sicherlich nicht tun. Ja, schade. Lade ich einmal gerade nach. Denn ich hatte gesehen, das Magazin auf MD war schon... hat sich schon zur Neige geneigt. Zur Neige gegangen. So, der ist kritisch, der bewegt sich auch... Oh doch, der bewegt sich noch eine ganze Menge. Das hätte ich nicht gedacht. So, gucke ich mal, ob der sich noch bewegt. Vielleicht nicht die klügste Idee, auf MD vorzurücken. Also wirklich überhaupt nicht die klügste Idee. Das heißt, ich nehme lieber jemanden, der ein bisschen getarnt ist. Und die Frage ist, sitzt jetzt hier jemand drin? Sieht aber nicht danach aus, nee. Wenn ich jetzt hier, ja, wie groß ist das Risiko? Von hier vorne kann mich niemand erwischen. Now the party can start. Yes. Und von den anderen Seiten kann hier sowieso niemand aufs Dach. Dafür habe ich das Dach selber zu gut überwacht. Das heißt also, da rauf zu gehen, das war kein großes Risiko. Sei denn hier wäre noch, hier hätte hier noch jemand auf dem Dach gesessen. Ja, da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Das war vielleicht dann doch nicht das Klügste. Aber ich habe Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand, wie immer. Ja. Ist gut. Agreed. Yo. Close. Ich dachte, ich bin genug getarnt, aber scheinbar bin ich das nicht. Bevor der hier noch irgendwie groß Bambule macht und mich dann tatsächlich noch trifft, sollte ich vielleicht einfach in die Richtung unterdrücken. Na, warum macht er denn nicht? Einfach generell hier in die Richtung unterdrücken. Also manchmal ist das auch einfach gebuggt, ne? Ich hatte eindeutig mehr Schüsse als einen. Das war schon im letzten Kampf, war das schon mehrmals. Ich habe eindeutig mehr Schüsse als einen abgegeben. Und dennoch... Nee, den sehe ich einfach nicht. Und dennoch habe ich, hat Eis nur einmal geschossen. Manchmal ist das irgendwie so bei dem Sperrfeuer. Dass das einfach nicht funktioniert. Ich brauche eigentlich... dummerweise sitzt Kuga da hinten auf dem Haus drauf. Den bräuchte ich jetzt eigentlich hier in diese Richtung. Mit seinem Fernglas. Feind da hinten konnte mich glücklicherweise nicht mehr sehen, weil ich halt zurückgegangen bin. Und deswegen rückt der Feind hier vor. Your history, dude. Ja. Aber das ist immer noch, also irgendwie, ja, ist ja auch egal. Ich hab's überlebt und Steroid wäre sowieso nicht von einer Salve gestorben. Das heißt also, so schlimm ist es am Ende nicht, aber trotzdem. Ich ärgere mich immer wieder so ein bisschen. Monk hat noch ein Fernglas, vielleicht kann Monk den ja sehen, auch wenn er kein Scouting hat. Ja, Monk kann den sogar schon von hier aus sehen. Wenn ich auf Monk runtergehe, genau, kann ich ihn immer noch sehen. Gucke ich mal, ob ich gleich in der nächsten Runde einfach auf den MG Feuer machen kann. Wenn ich nur lange... jetzt ist er natürlich weg. Gerade sagen, wenn ich nur lange genug auf ihn schieße, irgendwann treffe ich. Da ist er nämlich nur ein paar Schritte nach hinten gegangen. Das hatte ich mir schon gedacht. Ugh.
Einmal schon mal getroffen, das ist gut. Und er kommt sogar noch näher ran, das ist noch besser. Und ich hätte vielleicht auf Grizzly... Das Acock... Ah ne, mit Grizzly habe ich ja bisher auch noch gar nicht geschossen. Einmal noch getroffen, zweimal noch getroffen, der ist schon mal stark verwundet. Standing by. Aber danach sieht es dann dumm aus. Ja, schade. Dann drehe ich mich mit Grizzly lieber wieder hier schön in diese Richtung. Auch wenn hier, glaube ich, das genau hier ist, das Kartenende auch schon erreicht. So, und dann gucke ich mal, dass ich hier noch ein bisschen... Ja, das ist nämlich ein Scharfschütze. Ja, das ist immer so ein bisschen übel, diese Scharfschützen. Wie hat der denn mit einem... Ach so, das ist so ein... ein VSS oder sowas, ne, wahrscheinlich. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie der eben hier mit dem Scharfschützengewehr sonst eine Salve gedrückt hat. Aber wenn das ein VSS ist, dann geht das natürlich. Oder ein VSK. So, immer noch feindliche Runde. Ich kann den immer noch nicht vernünftig sehen, aber ich denke mal, wie gesagt, wenn ich lange genug drauf schieße, ich unterdrücke ihn direkt auch nochmal ein bisschen, damit er sich nicht mehr bewegen kann. Wenn ich lange genug drauf schieße, irgendwann erwische ich ihn. Und genug Munition habe ich ja, also... Munition habe ich wirklich inzwischen genug. Also da habe ich keine großen Bedenken, hier einfach drauf zu knallen, bis der tot ist. Entweder ich unterdrücke ihn hier, bis ich sehen kann, dass er ausblutet. Oder aber ich treffe ihn noch einmal, dann wird er vermutlich auch sterben. Standing by. Na, das war's. Das war's für ihn. So, noch einmal kurz auf die Sektorkarte geguckt. Drei Feinde sind es insgesamt noch. Vermutlich alles irgendeine Form von... Hat Grizzly eigentlich ein Fernglas? Nee, leider nicht. Done. Okay. Gerade ein bisschen eine blöde Kombination. Grizzly ist nicht optimal zum Vorrücken, weil der kein Fernglas hat. Und Monk ist nicht optimal zum Vorrücken, weil der nicht getarnt ist. Agreed. So, einen brauche ich aber definitiv, der hier das Dach irgendwie so ein bisschen im Auge hat. Yo, the bad dudes are here. Time for them to taste trouble. Your history, das war ein kurzer Prozess, würde ich sagen. Yo. Enemies remain alive, sir. Though they have proved difficult to locate. Damit sind es noch zwei. Vermutlich also Scharfschützen in irgendeiner Form. Oder Feinde, die mich noch nicht gehört haben. Ja, ist ja eher selbsterklärend. Ja, da hinten sitzt noch einer auf dem Dach. Ich glaube, ich könnte in dieser Situation wirklich... Moment. Das Dach habe ich ja eigentlich ganz gut überwacht. Dass hier in dem Gebäude niemand drin ist, da bin ich mir relativ sicher. Das heißt, ich kann hier zum Aufräumen der Scharfschützen kann ich countersnipen. Und dafür hole ich mir natürlich den Reaper her. Kann eigentlich auf Monk gerade schon mal den Spotter-Modus anwerfen. Yes. 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 So, während sich Reaper langsam aber sicher hierhin bewegt. Yes. Yes. So, die Frage ist, kann ich den jetzt von hier aus sehen, ohne dass ich den zusätzlichen Sichtbonus vom Fernglas habe? Die Antwort ist ja. Top notch. Und es ruckelt hier die ganze Zeit schon wieder so ein bisschen. Ich musste gerade einmal kurz mit den Pfeiltasten einmal kurz wieder entruckeln. So, einen haben wir noch. Oh, einen können wir noch. Looks interesting. Frau Röhrig, Sie sehen so gut aus. Standing by. Yes. Oh, good. Nee. Es ist einfach...
sind so Sachen, die kriegt man einfach nicht mehr aus dem Kopf aus diesen Werner-Filmen. Ja. Agreed. Hier sitze ich gerade ein bisschen schlecht, ist mir aufgefallen, weil ich hier aus den Fenstern eigentlich ganz gut sichtbar bin. Gut, dass ich hier noch einen habe, der gerade mal kurz in die Fenster reingucken konnte. Und den werde ich dann auch so hinsetzen, dass er zumindest aus einigen Winkeln in die Fenster dann auch reingucken kann. So, das habe ich jetzt gemacht. Dann hole ich mir den Kuga hier oben. Gucken mal, ob ich... Dem müsste ich eigentlich auch noch ganz gut hier oben auf die Dächer drauf gucken können. Sieht aber so aus, als wenn ich hier auf den Dächern niemanden mehr sehe. Aha, das ist der letzte. Das wird vermutlich auch wieder ein Scharfschütze sein. Das heißt, ich gehe lieber noch mal ein Stückchen nach hinten. Dann gucke ich mal, wenn ich jetzt die Runde beende. So weit wie ein Fernglas wird er nicht gucken können. Und wenn er vom Dach runterkommt, dann kann er in derselben Runde nicht mehr schießen. Das heißt also, ich hole mir den Reaper her. Yes. Weiß, wo alle Feinde sitzen. Das heißt, ich kann jetzt hier problemlos auch laufen. Yes. Der Feind da wird mich nicht bekämpfen können, zumindest nicht ohne Vorwarnung. Yes. Ich meine, er wird eh nicht vom Dach runterkommen, aber wenn er vom Dach runterkommt, yes, um mich angreifen zu können, yes, dann werde ich genug Vorwarnung haben. Yes. So, und dadurch, dass ich gleich da kriechen werde und der Kollege sitzt und auch nicht wirklich getarnt ist, yes, werde ich mich vermutlich auch ohne irgendwelche Schwierigkeiten hier anschleichen können. Na, da kann ich ihn noch nicht sehen. Yes. Kann ich ihn sogar ohne die Visierung sehen. So, gucken wir mal. Never the thrill I'm looking for. Und das war's dann auch schon. All evil has been lifted and separated. Damit wäre der Sektor hier auch wieder meiner. Wirklich was Sinnvolles habe ich nicht gefunden. Ah, oh. Drei Mörsergranaten. Ja, die sind definitiv sinnvoll. Gut, dass ich noch mal in Sektorinventar reingeguckt habe. Die kann Wolf direkt mitnehmen. Und gut, dass ich nicht von dem Mörser beschossen wurde, wo die reingehören. Ja, habe ich irgendwie Rod and Spring oder so? Ja, ich habe hier einen Rod liegen, aber ich habe keine Ahnung, wo das hingehört. Oh, ein Cleaning Kit habe ich. Habe ich hier noch irgendeinen Söldner in meinem Squad ohne Cleaning Kit? Wolf hat eins. Puga hat kein Cleaning Kit. Trifft sich ganz gut. Ist hier mal irgendeiner von meinen Leuten gestorben? Normalerweise liegen nur Cleaning Kits in den Sektoren, wenn da einer von meinen Leuten schon mal gestorben ist. Ja, ich weiß es nicht. Einmal kurz das Wallet verkaufen. Und ansonsten gibt es, ja, an das Rod komme ich halt nicht ran. Ich weiß nicht genau, wo das liegt. Hinter einer geschlossenen Tür oder sowas, aber die Mühe mache ich mir jetzt nicht, das Ding extra zu suchen. Ich könnte theoretisch alle Sachen irgendwie auf einen Söldner konzentrieren, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob die Sachen, die ich nicht erreichen kann, damit eingerechnet sind. Ich würde stark vermuten, dass sie das nicht sind. Ja, ist ja auch egal. Ich lasse das Teil einfach hier liegen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir den nächsten Sektor. Vielleicht sehen wir uns auch dann wieder und bis bald.